Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, auch Lars ist heute wieder da. Und ich habe mich für ein Thema entschieden, das ich eigentlich so, glaube ich, noch nie bearbeitet habe. Ich hoffe, das findet ihr gut. Es geht nämlich um Histaminunverträglichkeiten. Und ich würde dich bitten, lieber Lars, der im Übrigen auch einen eigenen Kanal hat, Rohe Energie, bitte abonnieren, reinschauen, Daumen dann nach oben, aber auch, wenn es geht für meinen Kanal, Daumen nach oben und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Und natürlich auch kommentieren, ob ihr schon was gehört habt von der Histaminunverträglichkeit und was es überhaupt ist. Vielleicht habt ihr auch schon ein Problem damit gehabt. Und ich möchte jetzt einfach den Lars bitten, dass du mir zu diesem Thema so Fragen stellst, als wärst du jemand aus der Community, der einfach auch Fragen hat zum Thema Histaminintoleranz, okay? Sehr gut. Ich kann dir vor allem eine kleine Geschichte dazu erzählen. Die kennst du noch gar nicht. Ja. Die Alexandra, meine Frau, die hat jetzt einen sehr, sehr guten Zahnarzt gefunden. Der hat ein ganz tolles Blutbild mit ihr gemacht, ob sie Füllungen verträgt oder nicht, welches Plastik nicht. Und dabei kam aber raus, dass sie eine leichte, am Rande einer Histaminintoleranz sich bewegt, ja, obwohl sie sich ja vegan ernährt, ja, und da haben wir ein bisschen aufgepasst und geguckt, was verträgt sie denn jetzt, was verträgt sie jetzt nicht, Schokolade natürlich, solche Sachen, die das dann nochmal so pushen können, Rotwein trinkt sie sowieso nicht, aber ihr war dann gewisse Sachen, die dann so ein bisschen, ja, so Schübe ausgelöst haben, dass zum Beispiel Ausschlag an den Händen rausgekommen sind. Und dann hat sie mal eine ganze Weile dieses Präparat genommen, was man nehmen kann, um dieses Histamin quasi abzubauen. Genau, ja. Und das ist aber dann wieder weggegangen. Ja. DAO, genau, so heißt das. Genau. Was kann man denn generell machen, wenn man jetzt, wir fangen mal anders an. Wie äußert sich denn eine Histaminintoleranz? Woran merke ich denn, dass ich vielleicht ein Problem daran habe? Oder was ist Histamin überhaupt? Das ist eine gute Frage. Mhm. Steigen wir damit mal ein. Histamin ist ein Naturstoff. Ein Naturstoff, den wir Menschen in uns tragen, in den sogenannten Mastzellen. Mastzellen sind Zellen aus dem Immunsystem. Und zwar, um genau zu schauen, kommt da irgendwas Gefährliches in uns rein. Also es ist eine Immunabwehrreaktion von den Mastzellen ausgehend, die dann nämlich Histamin ausschütten, um dann die fremden Stoffe eigentlich unschädlich zu machen. Mhm. Ja? Dieses Histamin befindet sich aber nicht nur in uns Menschen, sondern auch in Bakterien, aber auch in Pflanzen. Mhm. Und da fängt es jetzt schon an. Und Histaminunverträglichkeiten sind Menschen, die zu viel Histamin entweder ausschütten, weil sie entsprechende Nahrungsmittel zu sich nehmen, oder aber sie essen Dinge, die vom Körper die Ausschüttung produzieren, dass also die Mastzellen vermehrt Histamin ausschütten. Aber wo kommt das her? Das ist ja die Frage. Und das finde ich ganz spannend. Und das will ich jetzt gleich für euch auch schon mal vorweg sagen. So diese gesamten Unverträglichkeiten, wie Histaminunverträglichkeiten, Glutenunverträglichkeiten, Fruchtzuckerunverträglichkeiten und so weiter, habe ich festgestellt, haben eigentlich die Menschen, die nicht die optimale Darmflora haben. Mhm. Und man weiß ja heute ganz genau, wie wichtig ein gesundes Mikrobiom ist. Und wir sollten einfach schauen, ob wir nicht vielleicht, auch wenn man vegan sich ernährt, tatsächlich noch ein bisschen gesünder ernähren kann. Also gerade so die Nummer mit den Hülsenfrüchten. Das ist ja was, was viele Leute dann doch ein bisschen beiseite schieben und nicht jeden Tag Hülsenfrüchte zu sich nehmen. Und da sollte man gucken. Und das hat auch möglicherweise was damit zu tun, dass eben dieses Enzym, was dieses Histamin regelrecht abbauen soll, und es wird in der Darm, im Verdauungstrakt gebildet, dass wenn dieser Darm nicht in Ordnung ist, wir auch dieses Enzym nicht genügend bilden. Und dann bleibt natürlich Histamin mehr im Körper. Und jetzt fragst du, was macht Histamin? Histamin macht ganz viel. Im Prinzip ähnlich sind die Symptome wie bei einer richtigen Allergie. Mhm. Also man kann tatsächlich auch Naselaufen bekommen, also die Schleimhäute, dass die aufschwellen, bis hin zu einer Nesselsucht, also wo der ganze Körper plackenartig übersät ist mit roten, teilweise auch geschwollenen Quatteln. Das ist dann schon wirklich
sehr, sehr ausgeprägt und da gehört sofort in die Hände eines Arztes, weil das kann auch richtig gefährlich dann enden, aber das kannst du auch haben, zum Beispiel, wenn du eine richtige Allergie hast. Aber es zeigt sich auch ganz häufig in Durchfällen, aber auch Verstopfung, aber auch einfach in Magen-Darm-Problemen. Also fühlst dich irgendwie aufgebläht und es tut ein bisschen weh, aber nicht richtig. Der Stuhlgang ist mal gut, mal schlecht, mal sehr schlecht. Also es wechselt unheimlich. Da kann man also hingucken, weil wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann haben wir nicht genügend von diesem Enzym, das das Histamin abbaut, was ein ganz wichtiger Stoff ist auch für uns im Körper, habe ich ja jetzt schon gesagt. Aber er ist auch wichtig für die Nervenzellen zum Beispiel. Auch da ist es notwendig. Also wir brauchen dieses Histamin auch für die Herstellung von Blutkörperchen, für die Entzündungsreaktion. Da brauchen wir das, aber wir brauchen auch dieses Enzym, dieses Diaminoxidase, deswegen DAO, um dieses Histamin abzubauen. Und wenn wir halt, wie gesagt, keinen ordentlichen Darm haben, also kein ordentliches Mikrobiom, dann wird es nicht ausreichend gebildet und wir haben zu viel von diesem Histamin. Und das führt dann zu diesen Symptomen und zu der Histaminunverträglichkeit. Und dann muss man natürlich gucken, wenn man es hat, dann gehen die Leute meistens dahin gucken, welche Lebensmittel sind denn verantwortlich, dass ich mehr Histamin ausschütte, beziehungsweise welche Lebensmittel enthalten denn jetzt extrem viel an Histamin und die lassen es dann weg, dann geht es ihnen besser. Ich glaube, andersrum ist es besser, dass man sich vollwertig richtig gesund ernährt und guckt, welche Stellschrauben kann man denn noch verändern und das Verdauungssystem kommt in Ordnung und das Mikrobiom auch und dann hat man genügend von diesem Enzym und dann hat man nicht nur keine Histaminunverträglichkeit mehr, sondern auch keine Glutenunverträglichkeit, Fructoseunverträglichkeit und so weiter. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht mit so einer Kombination aus erstmal ein bisschen weglassen und dann, und dann sich wirklich sehr gesund ernähren, den Darm wieder aufbauen und dann langsam wieder einführen. Ich hatte ja schon vor ganz vielen Jahren schon in vorveganer Zeit mal Nahrungsmittelunverträglichkeit-Tests gemacht. Ja. Damals kam dann raus, ich vertrage keine Eier und ich vertrage keine Meeresfrüchte und sowas. Und dann habe ich das auch so gemacht, dass ich das mal ein paar Monate weggelassen habe. Genau. Habe versucht, mehr Obst und Gemüse zu essen und dann hatte ich wieder einen Test gemacht und dann kam raus, jetzt kann ich es wieder essen. Ja. Hatte das damals langsam wieder reingenommen, aber irgendwann kam es halt dann wieder, bei Eiern vor allem. Ich bin ja Veganer, aber ich kann keine Eier essen. Die Alexander lacht sich tot. Früher waren wir im Urlaub und ich war immer auf dem Klo. Ich musste immer nach dem Frühstück aufs Klo rennen und musste dann dauernd aufs Klo. Jetzt, wir wollen doch an den Strand. Und ich so, ich weiß nicht, immer wenn ich im Urlaub bin, dann sitze ich nur morgens immer nur auf dem Klo und es lag an den Eiern, weil dann ist man im Urlaub. Was am Frühstücksbuffet erstmal Eier, Spiegeleier oder Rühreier, was ich zu Hause nie esse, ja. Und dann esse ich das und dann hat sich irgendwann rausgestellt, ich vertrage Eier überhaupt nicht, ja. Mhm. Deswegen, selbst wenn ich es wollen würde, würde ich es nicht tun, weil ich sterbe. Gut, also guckt einfach, wenn ihr im Urlaub seid und ihr habt die gleichen Probleme, vielleicht vertragt ihr auch Eier nicht. Übrigen, Eierunverträglichkeiten, das habe ich auch ganz häufig bei diesen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ja. Da ist also Tiermilchprodukte und die ganzen Käse und sowas, die sind häufig als nicht verträglich getestet. Eier und auch manchmal durchaus, also Fisch kommt häufig dabei raus. Auch, und ansonsten schon auch Weizen, also da bei diesen modernen Getreidesorten, die auch. Und dann muss man halt gucken, dann ist es eher sehr individuell, aber weil du eben gesagt hast, du empfiehlst den Leuten dann schon auch erstmal, oder für dich würdest du jetzt erstmal diese Nahrungsmittel rausnehmen, die selbst Histamin ausschütten, beziehungsweise die histaminhaltig sind. Also, und da gehört ganz klar, da gehören zum Beispiel für die, die bei euch jetzt noch Käse zum Beispiel essen, diese Hartkäsesorten dazu. Klar, da ist viel drin. Ja. Da ist richtig, richtig viel drin, aber auch so diese ganzen veränderten Fleischprodukte, die gepökelt sind oder diese ganzen Pökelprodukte, Wurst, ganz schlimm, diese ganzen Fischkonserven auch, darf man auch nicht vergessen, die sind auch ganz viel, aber auch durchaus Rotwein ist auch histaminhaltig, die Schokolade, auch Erdbeeren haben relativ
Histamin, aber weniger als diese aus der tierischen Nahrung kommenden Mengen. Aber nichtsdestotrotz, da muss man gucken, hier gibt es wunderbare Listen, könnt ihr im Internet gucken. Es wäre jetzt langweilig, wenn ich euch hier herunterbeten würde. Aber das sind so diese hauptsächlichen Sachen, auf die man achten sollte. Die Tomate gehört auch noch dazu. Also, dass man da einfach runtergeht. Aber ich kann euch einen Tipp geben, wirklich, dass man vielleicht auf der einen Seite genau diese heftig reagiblen oder wo ihr drauf reagiert, dass man die reduziert, aber gleichzeitig dann eben Gutes für die Darmflora tut. Also, und das macht ihr, indem ihr ballaststoffreich esst. Mhm. Ganz, ganz klar. Das ist wichtig. Haferflocken im Übrigen auch super toll. Ist ein super Futter für die Darmbakterien, für die Guten. Also mal so nebenbei ist es für mich ein Superfood. Also damit kann man so eine Histaminunverträglichkeit richtig gut sich davon verabschieden. Ja, ich glaube, grüne Smoothies würden da auch gut tun. Ach, grüne Smoothies. Ich habe jetzt wieder eingetrunken. Ich hatte nämlich lange Zeit keinen getrunken. Ich habe immer jetzt Obst gegessen und Salat natürlich auch viel. Und jetzt hatten wir so viele Bananen. Also jetzt mache ich mal Beeren rein und Blattgrün und die zwei, drei Bananen, die warten. Und es war so gut und es hat mir so gut getan. Und dass ich mir gedacht habe, es fühlt sich alles so gut an. Ja? Ja. Müsste ich eigentlich wieder täglich machen. Ja, ja, ich habe früher immer gesagt, wenn ich Smoothie esse, also niemals trinken, weil es ist ein vollwertiges Essen und deswegen, also Essen, Einspeicheln und so weiter. Ich habe immer gesagt, das fühlt sich für mich innerlich an wie Samt und Seide. Ja, ja. Und das ist toll. Und das hast du halt nicht, wie genau du es nicht hast. Wenn du am Meer wohnst, siehst du einfach nicht mehr die Grandiosität dieses Meeresblickes. So kriegst du auch nicht mehr mit, wenn du jeden Tag Smoothies isst, wie toll das ist, aber wenn du da mal so eine Pause eingelegt hast und dann findest du wieder deinen Weg zurück zu diesen grünen Smoothies und jetzt auch mit diesen Beeren drin, das ist dann himmlisch. Also deswegen, es ist ganz normal, dass man Phasen hat, ja. Einmal hat man das mehr, dann dieses mehr und jenes mehr. Das ist auch ganz gut, weil dann schätzt man es auch wieder. Ja. Und von daher finde ich das gut, dass du damit wieder angefangen hast. Also grüne Smoothies und die sind einfach top für die Darmbakterien. Und denen wollen wir ja jetzt Gutes tun. Fällt dir noch irgendeine Frage ein, die zum Thema Histaminunverträglichkeit stellt? Ist Histaminintoleranz heilbar? Weil viele Leute machen ja so einen Haken dran und sagen, ich bin das jetzt fertig. Also wenn du sagst, wenn man das macht, Darmflora aufbauen, dann der Körper kriegt es wieder hin. Definitiv. Ja. Also weil wichtig ist, dass er also dieses Enzym, um das Histamin abzubauen, dass er das wieder herstellen muss. Und das kann er eben mit einer gesunden Darmflora. Und dann hat man auch keine Histaminunverträglichkeit mehr. Insofern würde ich sagen, natürlich ist Histaminintoleranz auf jeden Fall heilbar. Ja, ich danke dir, lieber Lars. Das war jetzt ein ganz neues Thema. Ich glaube, dass es auch ganz spannend für euch ist, weil ihr habt es wahrscheinlich alle schon mal gehört, wusstet nicht, was es ist. Ihr habt dazugelernt. Und von daher freue ich mich, wenn ihr dieses Video richtig gut gefunden habt, den Daumen nach oben gebt, auch bei Lars natürlich auf dem Kanal vorbeischaut. Wenn ihr dieses Video teilt, weil Histaminunverträglichkeit ist ein gängiges Thema, ist immer mal wieder hype-mäßig ganz, ganz berühmt und bekannt und wird besprochen, dann geht es wieder ein bisschen ab und dann ebbt es wieder ab und dann geht es wieder hoch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Moment gerade ist, aber ihr kennt bestimmt Leute, also auch teilen. Und vielleicht habt ihr schon Erfahrung mit einer Histaminunverträglichkeit gemacht, weil häufig gehen Menschen zum Arzt und sagen, oh, mein Bauch tut weh und dann kommt sowas raus wie eine Histaminunverträglichkeit und jetzt wisst ihr, was ihr dagegen tun könnt. Und von daher vielen Dank, dass du mir die richtigen Fragen gestellt hast. Ich auch. Danke, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Freue ich mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch, dass ihr richtig, richtig gesund bleibt. Ciao.